Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Dauntless. Ja, ich bin wieder zurück aus meiner Urlaubspause. Wir waren ein bisschen in Ägypten gewesen, war relativ heiß. Ja, vielen Dank an alle guten Urlaubswünsche. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank auch an den Supporters Club, an die Leute, die in der Zeit den Creator Code genutzt haben, in der Zeit, wo ich nicht da war. Oder auch kommentiert haben, abonniert haben, geliked haben, meine Videos angeschaut haben. Ihr habt ja gesehen, ich habe so ein bisschen Meta-Builds vorbereitet, die ich in den letzten 2-3 Wochen da hochgeladen habe. Ja, und heute habe ich auch wieder ein schönes Meta-Build für euch im Bereich Eisgeboren mit der Schatten-Tracks-Waffe, mit Riftstalker-Bindung. Relativ safes Bild durch die Skan-Bindung noch dabei und ja, den Rest kennen wir im Prinzip schon. Es ist relativ, wie soll ich sagen, Schaden-Crit-orientiert mit einer gewissen Absicherung durch Skan und Eisgeburt und ist auch noch auf Teilbrüche in dem Sinne aufgebaut, dass Assassinenraserei und Wiederverwenden triggert und dann haben wir noch ein bisschen Recyceln drin, dass man versucht, möglichst ein Ziel zu präferieren und dort dann halt den massiven Damage zu fahren. Ich glaube, keiner meiner Runs hier, da bin ich gerade aus dem Urlaub rausgekommen und das hat man schon gemerkt. Ich musste mich, wie vielleicht auch hier mit der Videokreation, auch wieder an gewisse Dinge gewöhnen. Keiner der Runs war wirklich perfekt oder wirklich richtig stark, sage ich mal, gespielt. Aber man hat dadurch auch schön gemerkt die Vorteile des Builds. Also es ist schon sehr, sehr simpel und, sage ich mal, relativ safe, allein durch Eisgeburt und natürlich auch der Schaden, der da letzten Endes dann rausgefetzt wird. Da macht man schon massiven Druck in der Lichteskalation oder auch die Terra-Eskalation ist massiv zu empfehlen, weil es dort natürlich auch viele so Crit-Perks und so gibt. Das ist natürlich mega nice für dieses Bild. Hier habe ich, glaube ich, den Iceborne-Speer hier auch nebendran gesetzt, genau. Und im Prinzip gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Man muss nur aufpassen oder darauf achten, dass man halt an toten Monstern sich vielleicht seine Aufladung, seine Axtaufladung da mitnimmt, dass man halt hier diesen überladenen Zylinder oder wie das Ding heißt dabei hat, dass man halt auf Stufe 4 kommen kann mit nochmal 75% zusätzlichem Schaden. Dann haben wir den Riftstalker drin, der nochmal, also die Bindung, die nochmal mehr Schaden gibt. Überwältigung, wenn das Monster am Boden liegt und so weiter. Durch Zäh kriegen wir noch ein bisschen Schaden mit rein, sind eigentlich fast immer bei voller Gesundheit. Ist also wirklich sehr, sehr gut zu spielen. Meta-Bild für, sag ich mal, normale Jagden auf eurer Stufe, so würde ich mal sagen, vielleicht auch leicht drüber. Halt die Eskalationen und so. Wie ich schon gesagt habe, ich würde da Terra und die Lichteskalation präferieren aufgrund Crit-Perks, die man dort bekommen kann. Hier ansteckender Aufschlag oder so ein Kram halt. Und wie der ganze Krempel da heißt. Wegen dem Element natürlich. Wir haben die Schattenwaffe dabei, das ist natürlich gut für die Lichteskalation und halt diese ganzen Schadenperks und so. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, hat sich gut runtergespielt. Bei der Axt hat man ja oft das Problem, ähnlich wie bei Hammer oder sowas, dass man vielleicht Builds hat, die nicht gut, ich nenne es mal so zu sagen, die sich nicht gut runterspielen lassen. Und das hier ging relativ flüssig. Ich habe gerade aus den ersten 2 Eskalationen gerade hier und wie gesagt 2-3 Wochen gar nicht gezockt, habe ich jetzt einfach mal hier die Videos zusammengeschnitten. Und ich fand, das lief schon ganz gut. Ich habe viel Müll gemacht, viel Schrott gespielt, aber trotzdem ganz fluffig, locker, easy sich runtergespielt. Und ich denke, dann ist das Bild definitiv zu empfehlen. Hier auch bei Agarus einfach voll auf den Stamm recyceln und so weiter. Ne? Da geht es richtig ab, ist schon geil. Hier, ich denke mal, die Kampferöffnung ist eigentlich richtig geil. Axtwurf, dann Eisborn, nachziehen, hat man zweimal schon immens hohen Schaden, wenn es gut läuft. Dann rangehen, man ist noch kurz so Stacker unanfällig, wenn das Monster dich dann doch trifft. Da kann man massiven Druck aufs Monster machen und dann halt richtig schön reinfetzen. Hier hätte ich noch Rechenschaft rein theoretisch holen können in der Terra-Eskade, hätte das noch beeindruckender ausgesehen, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, viel Spaß mit dem Bild, ist wirklich richtig, richtig nice, macht richtig Laune. Bis zum nächsten Mal. Ciao.